Das ganze Wochenende ist quasi auf wie so ein Hackathon aufgebaut, also genau das, was ihr oder was Leute, die mit Software irgendwie arbeiten, auch gerne machen, einfach sich gemeinsam treffen und Ideen sich einfallen lassen und dann umzusetzen. Dann bauen wir dieses spezielle Schloss in Raspberry Pi und dann kann jemand kommen, kann gucken, oh, welche Fahrräder sind in der Nähe auf seiner App und dann sagt er, oh, guck da, dieses Fahrrad kostet nur 5 Franken pro Stunde zum Ausleihen. Da ist aber der Platz. Wir hatten die Idee, dass wir einen Roboter bauen, der den Umriss von dem See gespeichert hat und den dann den Nachfahrt auf einem Blatt, also nicht Nachfahrt, einfach zeichnet. Ich bin Eike Rösch, ich bin Teil von dem Orga-Team von Jugendhack Schweiz. Also für mich ist das Ziel, dass die Jugendlichen in ihrer Bastel-, Experimentier-, Entwicklungsbegeisterung begleitet und unterstützt werden und neue Impulse kriegen. Ich kann jetzt persönlich noch nicht so gut programmieren und deswegen habe ich gedacht, bei sowas könnte ich da lernen und das macht uns sehr viel Spaß. Wenn sich dann diese zwei Teile so drehen, weil das hier sich so dreht, und dann ist es im Prinzip wie ein Schloss. Also wir wollen jetzt zuerst den Umriss von der Schweiz halt genau, irgendwie auf den Roboter bringen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ecken. Also 6-mal müssen wir drehen und dann geradeaus fahren. Speziell hier geht es ein bisschen um Hardware und ein bisschen um Software, weil es geht ja einerseits darum, dass man halt den Roboter irgendwie kontrollieren kann und dann das muss man irgendwie vom Computer aus machen und dazu lernen sie jetzt gerade JavaScript. Ich komme vom Chaos Computer Club und bin über die Ecke eigentlich zu Jugendhack gestoßen. Der Grundsatz, mit Code die Welt verbessern, ist insofern wichtig, als dass die Leute natürlich lernen, mit ihrem technischen Wissen irgendwie sinnvoll umzugehen. Was ich so persönlich natürlich noch hoffe, ist, dass so der negative Hacker-Begriff, den man oft in den Medien kolportiert sieht, dass der ein bisschen aufgeweicht wird und eigentlich auch die positiven Seiten mehr betont werden. Wir müssen das jetzt ausdrucken mit einem 3D-Drucker. Ja, es ist gut, immer mit anderen Kindern für ein Wochenende mit ihnen zu sein und Feedback von denen zu kriegen. Und ja, es ist, weil normalerweise ist man alleine. Also, ich möchte später etwas in die Richtung von Informatik lernen. So etwas in der medizinischen Richtung, also zum Beispiel so, wo man zum Beispiel bei Operationen braucht, so Maschinen oder so. Jetzt hast du die Schwarzen, oder? Es drinnen? Hast du die Schwarzen? Haben wir nicht die Schwarzen jetzt überschrieben? Also ich finde einfach keine, wenn es einem interessiert, auch als Mädchen kann man es schon machen. Also, einfach ausprobieren, weil zuerst habe ich mich auch jetzt nicht so getraut, weil ich habe noch nie so wirklich programmiert und so. Und dann habe ich aber einfach so gedacht, ja, kann ich, melde mich trotzdem an. Und dann kann ich ja mal schauen. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch, dass man hier ein bisschen mit den Klischees bricht, dass es eigentlich eine reine Männersache ist. Allgemein erhoffe ich mir, dass man ein bisschen das Ansehen von Programmieren an sich verbessert, weil es eigentlich eine gute Sache ist, wenn man halt was Gutes damit macht. Okay, also wir haben das Projekt gemacht, weil das Thema Grenze war und wir da eine coole Idee gefunden haben. Also der Roboter sollte oder kann, also er hätte sollte, einen groben Umriss von der Schweiz zeichnen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Projekt Smartes Fahrradschloss. Ich und mein Freund Leo haben daran in den letzten 2 Tagen gearbeitet. Wenn jeder so eins hat, kann man dieses Fahrrad dann in der Stadt lassen und jemand kann es ausleihen. Super, lieben Dank!